In Deutschland ist der Messerstecher von Hamburg-Barmbek zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 27-jährige Angreifer habe sich des Mordes sowie des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in 6 Fällen schuldig gemacht, so der Vorsitzende Richter. Am 28. Juli 2017 war der abgelehnte Asylbewerber Ahmed A. in einer Edeka-Filiale mit einem Messer plötzlich auf Kunden losgegangen. Er erstach einen 50 Jahre alten Mann und verletzte mehrere Menschen. Der Täter wollte laut Medienberichten möglichst viele Christen töten. Ein psychiatrischer Gutachter hielt ihn für voll schuldfähig.